Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der KI von Thüringen. Und wir düngen noch aktuell auf Feld 38. Da ist er jetzt, naja, fast fertig. Der Kalkfahrer ist, ja, da fehlt was, macht nichts. Die Aussaat läuft auch. Den Rest. Und sobald mit Düngen durch ist, wird es hier hell werden. Und dann können wir ja, im Hellen arbeiten. Ne? Bekommt die neue Aussaat auf Feld Nummer 60 und gleich im Anschluss auf Feld Nummer 12. Auf 60 kommt jetzt Weizen rauf, auf 12 wahrscheinlich Gerste. So, mal sehen, ob wir den anderen gleich leer kriegen. Das ist der andere Mitrascher. Die Sämaschine immer mit warten und zwar so lange, bis das Wachstum hier durch ist. Dann kann er nämlich genug Zeit zum Auspflanzen. Und den Drescher suchen, da unten. Ja, alles fertig. Das ist schön. Ideal ist fertig. Also die Ernte ist durch. Da können wir uns nachher freuen auf die Verkauf. Ein paar Einnahmen heute. Was macht der Rapspreis? Ist doch fertig. Das ist super. Aber der Kalk ist auch gleich fertig und Feld 54 gehört auch nicht mehr. Was macht der Rapspreis? Der Rapspreis. Oh, so wenig. Das ist ja ein, zwei Fuhren. Knapp. Da kriegst du für Hafer genauso viel. Fast. Also Rapspreis ist gut 400 Euro zu wenig. Soja bringt noch gerade wieder einen Fallen, also ungerecht. Was bringt hier Milch? 1004. So, einmal noch. Wir werden den Rastpreis Raps noch nicht verkaufen. Wo Hafer auch schon bessere Preise gesehen habe. Weil hier ist ein Preis ein bisschen anders, wie auf dem Nordfriedmarsch. Das ist weniger hoch. Gut, dann ist er fertig. Dann können wir den freistellen. Dann alle getan. Einsteigen. Lassen. Jetzt werden wir den gleich mal zurückfahren, nachdem wir ihn vorne abgehängt haben. So. X, V, senken, U, abhängen. Werden wir gleich zum Hof fahren und die allgemeine Wartung durchführen. So. Aber da können wir ihn komplett schließen. Heiß, heiß, heiß. Erstmal auf G, Drescher und auf X. Also Rohr einfahren und Deckel zumachen. Jetzt fahren wir zum Hof. Reparieren wir ihn und dann geht das ja irgendwo parken, ne? Wenn man einen Platz zu suchen, dann parken kann. Eine ebene Fläche vor allem. Und so rollen die zwar nicht weg, aber die Fläche ist noch besser. Wo wir halt gerade durchfahren können.
So, jetzt kommen wir hier hoch, immer näher, dichter. In der Ferne wird schon ein bisschen heller. Das war Kalk. So, stehen wir mal. Stromkasten. Reparieren. Noch nicht verkaufen. Gehen wir auch. Da kommen wir nie rein. Können wir gleich tanken. Oder wird noch locker ein Feld noch arbeiten können, aber das große Feld ist doch ziemlich groß. Würde aber reichen. So, brauchen wir eine Weile für. Düngerstreuer, 19 km/h und Düngerstreuer kaputt. Düngerstreuer. Da haben wir einen großen. Macht er 1 km/h mehr. 20. Wo steckt der aktuell? Ja, jetzt wird es ja. Das ist interessant, das wird ja ein bisschen schneller gehen. Das ist eine kleinere Fläche. Tja, was für eine Felder kaufen wir her? 13? Wäre ganz schlecht. Auch zu teuer. 13 kostet 6 Millionen. Das haben wir nicht. Ja. Feld 28 wäre 3,1 Millionen. Das haben wir auch nicht. 41. 49. Wenn ich die Flächen anschaue, 49 und 41, dann stelle ich fest, die sind etwa gleich groß, aber 49 kostet nur einen Bruchteil. Und 53 kostet für 3 Millionen, das kann es ja bald nicht sein. Die Größe ist fast gleich. Ist das Absicht? Je weiter weg, umso dichter am Hof, umso billiger ist es. Mein 45 würde ich nicht gerade hinfahren, ne? Das bin weit weg. Das ist 9999. Wäre das, was wir brauchen könnten, um hier die Straße würde uns gehören. Aber dann müssten wir das noch kaufen. Ist das ein Silo? Ja, das könnte sein. Könnte, muss aber nicht. Ja, ist möglich. Gut. Aber wie 40 kostet 3,3. Also die 53 können wir nicht leisten. Die 49 schon. Die 49 schon. Die 41 wäre so teuer. Die kostet 1 Million. Aber wir haben noch den Wald. Den können wir noch forsten. Ich kaufe immer kein Feld. So, dann machen wir bereit noch mal ein bisschen Verkauf vor. Dünger, Hafer ist noch bei. Das ist Holzernte. Holzernte tun wir nicht. Wir können hier noch einen anhängen. Das heißt, wir werden jetzt uns das Geld verdienen und dann noch einen Hänger kaufen. Dann können wir mit dem Einkauf Einverkauf, Verladung machen. Hafer ist ganz gut, sag ich mal ganz vorsichtig. Also hier können wir nichts einladen. Wir haben auch noch nicht viele Möglichkeiten zurzeit.
Jetzt kann man es erkennen. Saatgut ist 14.000. Zuckerrohr, Kartoffel, Mais, Sojabohnen, Raps, Hafer. Kalk 137. Dünger 7.000. Ja, mein guter. Der Steuer ist voll. Der Steuer ist voll. Der Seemaschine ist voll. Dürfte immer reichen. Wenn wir um 8 Uhr aussehen, können wir spätestens in 6 Stunden oder 7 nochmal aussehen. Düngen. Wir müssen hier, wenn er mit Düngen fertig ist, und Kopfbekämpfung machen. So, wir müssen mal Glück haben. In Ansicht. Landhammer Müller, da ist in die Ecke. Raus geht's. Ein Dunkel ist gut Munkel, so wie ich schon gesagt. So, das ist ein Baum. Gegrüßt sei der Baum. Wie gesagt, ist hier ein Dunkel, ist nichts. Der Last, obwohl ich ja den Mod raus habe, den ich auch deaktiviert habe, mit realistischen Gewichten. Das wäre das gar nicht lenkbar. Aber der LKW wackelt ganz schön. Der eine und anderen LKW normalerweise. Ist ein bisschen besser. Wir schauen mal, wenn wir einen Fuhr Raps verkaufen. Machen wir nur. Schon wieder Schaden gemacht. Ah, nee, schon wieder. Muss ich gemeine Geld von mir kriegen, Mensch. Dass hier kein KI-Verkehr ist. Man, hier fahren eh keine Fahrzeuge. Aber eine Hauptstraße, dann würden die mal rauchen fahren. Oh, der Kalker ist fertig. So, dann springen wir rauf. Der Kalker ist fertig. Lassen. Wie gesagt, die Aussaat beginnen wir erst um 8. Jetzt haben wir es Uhrzeit. Ja, Landhandel. Das ist ein anderer LKW. Der ist besser. Jetzt haben wir. Ja, 4 Stunden könnte man eigentlich schaffen. Aber wir wollen ja ein bisschen beschleunigen, das ist ja. Wir wollen ja nicht beschleunigen. Sobald er mit Düngen fertig ist, wollen wir das auch beschleunigen. Auch wenn wir den Unkraut nicht ganz wegkriegen. Beziehungsweise der Effekt nicht da ist. Jetzt bin ich beinahe vom Sägeweg gefahren. Ah, den zweiten Anhänger kaufen wir noch nicht. Ja, das geht. Der Anhänger, der geht mich hoch.
und da gibt es Probleme. Das wären nur fast 1000 vor. Ja, 70.000. Ja, fast. Mit dem zweiten Anhänger wird es ein bisschen besser. So, Gas. Behälter kann man nicht anfahren, ne? So ein großer Knall. So, naja. Das wäre Donnerstag fast, ne? Donnerstag, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ja. Donnerstag. Gut, die Woche fast rum. Pizza-Rekorde sollen dann gewesen sein. Aha. Die sollen auch 35 Grad sein. So. Bin doch vorbeigefahren. Ich kann gleich mal einen LKW tauschen. Ah, die Bäume. Ja, noch geht's. Die Leute, wenn sie größer sind, dann kommt nicht mehr dabei. Dann hängt's fest. So. Den wollen wir hier lassen. Der Allrad. Wie gesagt, der Dünger muss fertig werden. Und dann können wir auf hell beschleunigen. Der macht 90 km/h. So. Und der ist ein bisschen fahrstabiler, sagt man so ganz vorsichtig. Aber gut, die Fehler hier. Da dachte ich, oh, jetzt geht's. Die haben keine Kollision. Da kann man durchfahren. Aber ich werde jetzt mal keine weitere Spur verkaufen. Das ist ja auch dunkel. So. Stehen lassen. Wir können mal den nach Hackfest, aber lohnt sich nicht. Wir werden mal den Platz machen. Laufen wir hin hier. Da wegen 10% sind wir zurückgefahren. Dann fahren wir jetzt zurück zum Hof. Dann brauchen wir rein theoretisch mal keinen Kalk mehr. Erstmal. Im Prinzip jetzt können wir drei Ernten machen, das heißt rund zwei Ingame-Tage. Das macht 6. Das heißt, ja, eine Woche in dem Tag ungefähr. Bedeutet, sagen wir dann 3 Wochen Ruhe. So, Lüfter ist hier auf 41%. Ja, 71 Grad, 72 Grad. Kann die Grafikkarte ab. So, Uhrzeit. Und jetzt haben wir es 6:30. Hier im Spiel ist es 2:30. In der Früh. Ich meine, rein theoretisch können wir wieder außer Beginn. Zwei Wachstumsstufen, das ist, kann man verkraften. So, den stellen wir auch mal hier vorne hin. Dann müssen wir im Hellen wegräumen. Waschen, reparieren, wegräumen. So, LKW, Traktor. Wo, wie weit hat er noch? Na, da warten wir jetzt ab. Der ist gleich fertig. Da können wir jetzt langsam auf höher einstellen.
30. Können wir mal den Morgen erleben, ne? Aber in der nächsten Folge. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Hoffentlich schaut ihr mal wieder rein, ne? Tschüssi.